Okay, Julian, 1-2 verloren, war eine schwierige Partie gegen einen Dritten. Was man gesehen hat, die waren irrsinnig schnell. Wie schwierig war das für euch, dass eben auf die Schnelligkeit, vor allem von der Sturmreihe, von der Mira darauf einstellt? Ja, wie wir gesehen haben, am Anfang schon ziemlich schwierig. Aber wir haben gewusst, das hat uns der Dini schon gesagt, dass die schnelle Spieler haben. Und es ist nicht so, dass man gegen schnelle Spieler kein Rezept haben kann. Rezept beim Queen, bei der Bayern haben wir schon Stören, die Beißen, weil bei den ersten paar Meter, da kann man nicht beißen, da muss man nicht beißen, so schnell kann er nicht sein, dass er da schon über alle Berge ist. Und das haben wir einfach in den ersten 10 Minuten wirklich versäumt. Die waren einfach trotz auf die 2 Meter, trotzdem um einiges schneller und so viel schneller, dass sie es hinunterhauen können. Und genauso ist das erste Tor dann zustande gekommen. Und das ist natürlich dann hart, da nimmst du genau das vor. Und mittlerweile kann man so nur erklären, warum das dann so geworden ist, ist aber schwierig nach dem Spiel das gleich so zu sagen. Aber das gibt dann gleich mal einen Klick. Aber nichtsdestotrotz müssen wir uns auch auf solche Situationen vorbereiten im Abstiegskampf. Es ist so, dass wir grundsätzlich die Außenseiter sind, haben uns jetzt medial vielleicht kurzfristig ein bisschen hochpushiert. Wir müssen einfach so wertenwertig in der zweiten Halbzeit von Anfang an und das sofort im Kopf drin haben. Wie schwierig waren die schnellen Stürmer? Die, was ja eigentlich bis zur 50. Schwere Probleme verursacht haben, ja. Dass man sich auf das einstellt, dass die wirklich einfach mit einem Pfeffer daherkommen, wo man sagt, das war von außen fast wie so der berühmte Lauf vom Hasen gegen den Igel. Wo sagt, sie sind eigentlich 3-4 Mal so schnell. Wie hat man sich auf das einstellt während des Spiels? Auf jeden Fall, am Anfang war es schwierig, wir sind viel zu hoch gestanden. Obwohl wir auch gesagt haben, wir sollen tief stehen. Aber wir sind viel zu hoch gestanden, im Aufbauspiel Ball verloren, zu hoch gestanden. Hocher Ball für einer Viere und dann die schnellen Stürme, die sind uns am Anfang knackbar. Aber dann haben wir gesagt, dass wir von Haus aus schon ein Tief verstehen. Dann haben wir es ein wenig unter Kontrolle gekriegt, aber es war schwierig. Und so. Erstens schnelle Spieler und technisch auch gut. Ja. Aber wir haben gesagt, dass wir uns jetzt einmal tief verhischen. Ja. So, Markus, schwieriges Spiel hinter euch. Habt ihr wahrscheinlich extrem viel vorgenommen. Am Schluss bleiben leider keine Punkte über. Ja, in den ersten Minuten ist schon 0-1 gestanden. Nach 6 Minuten 0-2. Wie schwierig war es für euch, dass man dann da wieder irgendwie ins Spiel reinfindet, wo du schon fast sagen musst, das ist eigentlich schon fast erledigt? Ja, mit 2-0 spielt es natürlich viel leichter für Verlierer und das sind auch spielerisch sehr gute Typen. Und das war sehr schwer für uns, wieder ein Spiel zu finden, weil wir noch mal gesehen haben. Aber jetzt in der Halbzeit haben wir dann auch tiefer zurückgekommen und haben ein paar Chancen ausgespielt. Da haben sie nicht ein. Wie cool oder wie entspannt ist man in die Partie heute gegangen? Von dem Standpunkt her, dass man weiß, okay, man ist schon ein bisschen weg von den ganz letzten Plätzen. Ist das cool oder entspannt? Das haben wir uns gar nicht gedacht eigentlich. Wir sind ja hier mit dem Willen ein, dass wir die Partie unbedingt kriegen wollen. Trainer motiviert. Wir haben gewusst, dass es eine gute Truppe ist. Technisch stark und auch. Ich meine, ich wusste, dass sie mit langen Bällen spielen. Ja, das war schwierig. Aber Polster, nein. Also, dass wir uns auf das ausruhen, auf keinen Fall. Mhm. Wir haben einen Abstiegskampf. Da ist Trackern, aber ja. Das war nicht der Fall. Du hast ja gesagt, am Anfang, man ist nicht klargekommen mit den schnellen Leuten von der gegnerischen Mannschaft. Man hat sich ja auch noch wieder von außen gesehen beim Umschalten. Relativ schwer da. Warum steht man dann trotzdem immer wieder sehr hoch und ändert dann nicht irgendwie gleich ein bisschen was in der taktischen Ausrichtung, dass man sagt, okay, die sind extrem schnell, wir müssen vielleicht ein bisschen tiefer steigern und die ein bisschen entgegensetzen können? Meinst du, das Umschalten von Offensive auf Defensive? Okay. Ja, schau von Offensive auf Defensive. Was ich dann auch schnell gegangen ist, dass wieder bei den Außenspielern vom Gegner, die einfach auch unter Vorwand und wir den Außen auf die Außenbahnen nachgekommen. Ja. Ja, das ist schon recht. Und unser Ziel ist eigentlich, dass wir, so wie es heute war, mit dem Fuß, ein paar starke Innenverteidiger, dass wir die Räume außerhalb suchen, praktisch so ein bisschen vom 16, wo keiner ist, dass wir die suchen. Und natürlich nach Ball gewinnen, schaut der Seitspieler natürlich, dass er den Raum sucht. Natürlich in einem Tempo. Dann hofft er, dass er ein paar Meter abnimmt sein Gegenspieler, aber wenn der Ballverlust im Mittelfeld ist, sind genau die 3 Meter, die du gewinnst, die sind dann retour gegen dich.
Wenn du dann eh viel schneller ist, dann auf die 3 Meter, 4, 5 Meter und dann schaut es eben so eklatant aus. Das ist eben das, was eigentlich wert ist bei uns, dass wir eigentlich nie sicher sein können, ob wir jetzt den Ball wirklich sicher haben, dass wir sagen, wir haben jetzt mehr Ballgewinn, schieben wir mehr Ball die Kugel und dann kommt der beide Pass in die Räume. Das ist dann immer ziemlich hektisch. Ich verstehe es eh immer, ich habe öfters reingespielt in der ersten Halbzeit, das war wirklich schwierig und dann einfach die Abstimmung meiner Meinung nach eingeführt. Muss man sich vielleicht eingestehen, dass bei uns in der derzeitigen Verfassung trotzdem viel auf Zufall aufgebaut ist und auch die Tore, wenn wir es schießen, eher aus Zufall resultieren? Nein, das finde ich nicht. Wir haben ja eine gute Vorbereitung gehabt. Wir haben gute Spiele gehabt, die spielerisch auch stark waren und die sind unter Druck setzen können wir, aber heute, wir haben nicht unter Druck gesetzt, aber wir sind hinten auch nicht sicher gestanden. Wir haben was dazwischen und das darf nicht eigentlich so eine Mannschaft fallen. So eine Mannschaft, die technisch gut ist, die gerne unter Druck setzt. Die mussten unter Druck setzen, dass sie nervös werden. Aber wir kennen uns, das haben wir gesagt in der Vorbereitung gegen Perg. Das waren super Partien, da sind wir nicht belohnt worden. Aber irgendwann geht der Knoten nach. Machen wir die gut. Fällt irgendwo vielleicht doch der Mannschaft noch ein Kopf, der was drinnen dirigiert, der was die Leute aufweckt, der was sagt, Burschen, hey, das geht nicht so, da müssen wir noch was dagegen setzen. Wie ja, siehst du das vom Spielfeld aus? Man sieht es bei den Gegnern auch, die haben immer einen in Ketten dabei, der regt die ganze Zeit durchgehend und bei uns ist das halt ein bisschen Zwang. Bei uns, wir haben drei, vier Leute, die was vielleicht ein bisschen das Kommando übernehmen, aber das ist auch Zwang, wir reden von Zwang und jeder Einzelne. Auch die jungen Spieler müssen mehr reden, da nehme ich mich auch nicht aus. Ist das ein Thema, was ihr dann im Training unter der Woche drauf arbeitet? Ja, sicher, das wird immer angesprochen, aber im Spiel können wir es nicht so gut umsetzen. Standards. Ist bei uns jetzt schon eigentlich zu einer kleinen Seuche. Zieht sich meiner Ansicht nach schon über Monate, wenn nicht schon sogar über eine ganze Saison, dass man einfach die Standards, sei es Freistöße, sei es Corner, nicht bringt. Die fallen irgendwo runter vor dem Strafraum oder kommen nicht rein, werden abgefangen vom Gegner. Wie frustrierend ist das, wenn man das dann nach einem Spiel wieder sieht, man hat Standards, aus dem man was machen könnte, aber man kommt nicht einmal in die Schnittzone, in die Gefahrenzone rein. Ja, am Schluss war es etwas zu verkrampft, die Standards, was wir fordern, aber auf nur hoch 4 und da bringt es nichts mehr zusammen. Wenn der Gegner steht, da hast du keine Chance mit 10 Leuten. Aber es kommt auch schon oft so, wie zum Beispiel letzte Woche, im Berg, dass auch schon, ja, wo das Spiel eigentlich noch relativ offen ist, dass die Standards einfach verschenkt werden. Ja. Also wir trainieren es in einem Abschlusstraining, aber ich weiß nicht, wir haben da zwei, drei Leute, aber ich weiß nicht, wann was liegt, die selber schießen nicht und dann müssen sie die Rängen machen. Man war bemüht, das hat man gesehen von außen, es war eine Chance da, die erste Halbzeit schon. Wo man sagen muss, okay, wenn du den einen tust, dann schaust du vielleicht schon früher wieder diesmal anders, dass das Ganze jetzt aufs Dach bis zu 80 Minuten. Dann haben wir den Anschlusstreffer geschafft. Und dann haben wir einfach auch so gemerkt, wie dieser Ruck durchgegangen, dass er nochmal was Geld kommt. Warum nicht schon früher? Ja, du hast recht, warum nicht schon früher? Aber du musst uns da ein bisschen, man ist schwierig, du musst uns auch einfach scheinen, du kriegst gleich einmal das schon machen. Dann stehst du da, dann bist du unsicher, dann vielleicht ein paar junge Spieler, dann wunderbar. Dann kannst du ihn nicht schnell annehmen. Das sind einfach ein paar Situationen, die aufeinander fallen. Dann bist du ja schon wieder ein wenig unversichert. Und dann brauchst du den meisten, dass du reinkommst. Aber wie gesagt, das soll ja auch wieder Chaos sein. Wir müssen mit solchen Situationen aus den Lernen, aus die richtigen Lernen sind. Und vielleicht, wenn wir wieder mal in den Rückstand gehen, sobald, eben dann die Chance machen. Und dann stark aus dem, zum Beispiel wieder, wenn so was eins ist, aus dem Dach gestärkt rauszukommen, aus dem Haus nachdenken. Und verteidige ich mehr. Das haben wir gesehen in den letzten Spielen. Ich glaube, wenn wir in Führung sind, können wir in Führung halten. Das war in Traunsdorf. Und da ist einfach, muss uns dazu sein, dass wir in Führung kommen und dass wir dann die Partie mehr können. Wie stark ist der Mannschaftszusammenhalt, dass man genau an so einem Tag wie heute, wo du sagst, ja, das erste Tor waren individuelle Fehler, wie wir schon angesprochen haben, wie stark ist da der Mannschaftszusammenhalt, dass man sagt, okay Jungs, ist passiert, abgehackelt, und alle 11 haben wir uns wieder zusammen verpackelt und werden, was das Zeug hält, ohne jetzt irgendein Best zu sein. Ja,
wir arbeiten im Training auch an der Mannschaft zusammen, die Vorbereitung auch viel gemeinsam gemacht mit der Mannschaft. Und im Spiel selber ist eigentlich keine negative Kritik, auch im Naturfeld. Keine negative Kritik, man probiert eh, dass man natürlich sagt, man was, das gehört dazu, dass man sagt, was er vielleicht falsch gemacht hat. War gleich wieder Aufbau und weiterschauen. Ja. Das heißt, es ist in der Mannschaft ein super, ist super zusammen, Klima da? Ja, das ist auf jeden Fall. Wir haben in der Halbzeit die Mannschaft da gestanden und gesagt, 2-0, was heißt das schon? Das kann man leicht aufholen. Zwei Blätter waren in den ersten 10 Minuten gekriegt. Moral beweisen und dann, wir haben uns selbst bei München. Ja. Das hat die Partie noch mal reißen, aber ja. Also Moral, das hat nicht gehört, aber ja. Also die Mannschaft Zusammenhalt ist eigentlich nicht schlecht. Zusammenhalt ist da, insofern, dass man auch sagt, das ist keiner, wenn best. Nein, auf keinen Fall. Und man ist selber auf sie dann abfressen, sicher. Aber dass man auf einem anderen Base ist, auf keinen Fall. Trotzdem muss man sagen, man hat schon in der ersten Halbzeit einige gute Chancen gehabt. Die tun mir nicht ein, der Gegner, ja, hat im heutigen Spiel, okay, waren überlegen, über weite Strecken vom Spiel. Trotzdem haben wir eine gewisse Abschlussschwäche. Kann man da sagen, es mangelt bei uns in der Qualität oder ist man einfach unkonzentriert? Wie darfst du das festmachen? Es ist immer im Fußball immer viel dabei und wir haben momentan gerade den Glück im Abschluss, das haben wir im Berg auch schon gesehen und ja, wenn man hinten das Druck im Fußball und müssen kämpfen, ist das Wichtigste. Spezialität von mir, mache mir sehr gerne alleine Rückfälle, wenn es einfach viel schwerer ist, sondern man muss durch uns ist im Gürtel. Geht schon sauber eine Rückfälle alleine. Das kann man. Wunderbar, kleine Koch, oder was? Ja, klar. Und ich mein Essen. Was ist dein Essen? Griechisches Zitronenhund. Was? Ja. Griechisches Zitronenhund? Ja. Okay. Merken wir uns. Geleide ist griechisch. Oh ja. Eine Erdöpfe. Was nicht? Essen. Bauern. Mehr fällt mir dazu nicht ein, genau. Ich hab's schon mal gegessen. Alter. Am Damm des. Was soll das heißen? Sollt ihr mir nicht? Am Damm. Am Damm des. Sagt mir nichts. Haben wir sie geboren? 22.11.93. Okay. Am Dantes. Mit dem Bild keinen Kampf. Nicht? Kinder sein wollen, wir sind uns so klar was. Wie alt schätzt man alle? Jung? 22 oder? Sollte gar nichts. Das soll ein Eiger sein. Wollen Am Dantes, legendäre Kinderserie, zumindest wo ich so 10 Jahre war, am Uralt. Nein. Über Fußball spielen und nicht Fernsehen. Wunderbar, passt. Dankeschön. Danke. Okay, so wisst ihr auch, ist eine uralte Kindersendung vom ORF. Muss ich mal auf YouTube schauen. Ja, okay. Schwierig zum Gehen, ich hab's selber gehabt. Hi, Wils. So, wir haben grundsätzlich die Frauen haben. Und wir machen viel Schneiden. Schaut dafür aus. Ich habe gestern meiner Freundin High Heels gekauft und sie haben mir sehr gefallen und heute habe ich sie dazu gezwungen, dass sie sie das erste Mal auf Fortgehen probiert. Nein, nicht so! Wie machst du das? Einfach was du mit deinem Freund hast. Achso, ein Satzwoche. Nur was du damit verbindest. Mit High Heels? Ja. Was sind Frauen, Fortgehen, Topmodels? Ja.